kleine Heldin in einer großen Welt. Die Honigbienen sind die wichtigsten Bestäuber. Sie bestäuben fast 100 Pflanzen. So üben sie den fruchtbarsten Job der Welt aus. Aber ohne sie wird das Leben, so wie wir es kennen, enden. Und Bienen sind bedroht. In den letzten Jahren sind Millionen von Bienenvölkern auf der ganzen Welt verloren gegangen. Außer ihren natürlichen Feinden wie Bären oder Parasiten müssen die Bienen mit neuen Gefahren zurechtkommen. Pestizide, wenig Nahrung und Viren schwächen unsere natürlichen Bestäuber. Also hört mal unsere Geschichte über die Heldenbiene, um zu erfahren, dass sogar das kleinste Leben zählt und zum Wandel beitragen kann. Mein süßer Bienenstock, ich bin endlich da. Oh, Nachwuchs. Hallo, Kleines. Wie ist dein Name? Großartig. Nun das Wichtigste zuerst. Lass uns dich das Fliegen einer Biene lehren. Na los, lasst uns die Flügel in Bewegung setzen. Das war schon mal was. Jetzt geh in den Konstruktionsraum. Achte auf die goldenen Markierungen. Sie zeigen immer den Weg an. Musik
Wir haben einen besonderen Ort, an dem du lernen kannst, wie man eine Biene wird. Flieg einfach durch diesen Spalt. Um eine echte Biene zu werden, musst du lernen, Pollen zu sammeln. Thank you.
ist voller verschiedener Blumen, die unsere Augen in verschiedenen Farben sehen. Gewöhnliche Blumen sind weiß, ungewöhnliche sind grün, seltene gelb, epische Blumen sind rot. Und manchmal findet man eine violette, die legendäre Blume. Kannst du mir jetzt 4 epische Blumen besorgen? Tolle Arbeit, kleine Schwester. Und jetzt bist du voller rote Beete. Wir benutzen rote Beete als Power-Up, um schneller zu fliegen. Probier es aus. Du wirst dich wie eine Rakete fühlen. Thank you.
Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. So viel Pollen? Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen.